Hallo, meine lieben Liebenden. Kennt ihr das noch aus der Wochenshow früher? Naja. Ja, ich fange wieder an, ne, mit meiner Schminkerei. Nehme wieder meinen Alverde Hydro Primer. Der Stinker. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht bleiben wird. Also, dafür ist er mir einfach zu stinkig. Keine Ahnung. Boah, diese Rötungen, ey. So, dann habe ich letztens auch irgendwann Trashy Basic habe ich dieses Moya, diese Foundation hier bekommen. Ich glaube, ja, die war auch von der Monika, wo ich dieses geile Make-up von hatte, dieses mega Full Coverage hier. Das da, ich bin mal gespannt, ob das nicht zu dunkel ist. Nö. Aber das ist schon sehr fest, das Make-up. Also so ein eher pastös, wie nennt man es, so balsamartig. Ist nicht so flüssig wie andere. Ich sehe dreckig aus damit. Das kommt, glaube ich, gar nicht rüber. Das verteilt meine Haut einfach nicht, dieses Make-up. Oh oh. Das ist nicht für mich. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Das ist wohl nichts für trockene Haut. Okay, dann machen wir das nochmal ab. Meine Güte. Dann machen wir halt nochmal Alverde Primer. Ich weiß es gerade gar nicht, ob ich noch ein Make-up habe. Ich glaube nämlich nicht. Also ich so ausprobieren kann, meine ich, ne? Ich guck mal eben. Ja, also ich habe gerade mal nachgeguckt. Wir haben keins mehr zum Testen. Dann nehme ich halt aus meinem neuen Project 2 plus 8. Ja, nehme ich jetzt den, hier das Maybelline, den Luminous and Smooth Fit Me Foundation. War eine ganze Zeit lang meine Lieblingsfoundation, weil die einfach wirklich das gewisse, ja, so die Strahlekraft hat für den Alltag. Nicht, dass man hier den Glow bis nach München sieht und so. Ja, also es ist wirklich eine richtig tolle Foundation für die Drogerie, also finde ich. Ich habe ja mittlerweile doch ein paar High-End-Foundations, die ich liebe, tatsächlich. Und ja, so ein paar, also gerade von Maybelline, L'Oreal und so, die können da definitiv mithalten. Ich nehme mir noch einen kleinen Pumpstößel hier. Nicht mehr ganz so viel, aber ein bisschen noch. Für die Stirn. Ja, die Farbe passt mir auch immer sehr gut. Das ist die Farbe 105. Relativ hell. Aber ich denke, das ist eine Farbe, die könnten vielen hellen, aber nicht weißen Mädels gut passen, denke ich. Ich weiß gerade nicht, was mit auch dieser Foundation oder meiner Haut vielleicht sogar los ist. Die Foundation setzt sich gerade mich auch ein bisschen fies ab. Ich mache das Schwämmchen, mal kurz ein anderes. Das sieht auch dreckig aus, naja. Mache ich eben mal nass nochmal und noch ein bisschen, weil irgendwas stimmt da gewaltig nicht. So. Vielleicht war die andere Foundation vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Und das liegt einfach gerade an meiner Haut oder vielleicht sogar den Primer. Weil viele haben ja gesagt, dieser Primer, der macht Würstchen, weil auf meiner Nase bilden sich nämlich gerade Würstchen. Und hier setze ich das in meinen, ich sag mal, Gesichtshaaren ganz eklig ab. Ich glaube, der Primer, den möchte ich nicht mehr verwenden. Gut, meine Nase ist natürlich auch noch was trocken wegen meiner Naseputzerei, als ich krank war, bin, was auch immer, boah, das funktioniert gerade überhaupt nicht. Was ist denn los? Also hier um meinen Mund herum, ganz übel, das seht ihr ja nicht, aber übelst. Ganz, ganz, ganz übel. Schlechteste Auftakt, den ich je hatte. Du Scheiß, was ist denn los? Hier sieht man überall, das muss runter. Leute, das muss runter, dieser, ich weiß nicht, ob es am Primer liegt, aber ich fühle mich gerade tierisch unwohl. Ja, ich verwende gleich nochmal die Maybelline Foundation, aber definitiv
Nicht mit diesem Primer. Vielleicht habe ich dann ja gleich direkt das Glück und sehe einen Unterschied. Weil das ist alles andere als schön gewesen. So, ich glaube, einen Primer haben wir sogar noch. Ja, nehmen wir den P2 Bloggers Lovies Primer Öl. Das schaute so aus. Hammer. Jetzt gebe ich mir einfach ein bisschen auf den Beauty Blender drauf. Das ist natürlich relativ viel Öl jetzt, aber ich habe gedacht, der Schwamm, der saugt bestimmt einiges auf. Meine Güte, war das wirklich ekelhaft. Nochmal. Krass, wir sind jetzt schon bei 8 Minuten. Ja gut, ich schneide wahrscheinlich so viel aus, dass es bei 5 Minuten ist. Und ich habe noch nichts zustande gebracht, außer einen Mega-Flop wahrscheinlich zu finden. Also Foundation sieht man direkt besser. Gut, ich bin jetzt natürlich mega ölig. Ich habe mir ein bisschen zu viel Beautyöl genommen, glaube ich. Aber das kann man ja noch abnehmen. Gehen wir einfach mal hier so. Und ja. Also mega ölig, ne? Also ihr müsst bei Beautyölen schon voll aufpassen. Weil das ist jetzt echt zu viel des Guten. So, aber es setzt sich nichts fies ab. Das war tatsächlich der ekelhafte Primer. Das finde ich krass. Sowas habe ich noch nie erlebt, echt nicht. Den werde ich die ganze Woche nicht mehr benutzen. Ekelhaft. Wirklich. So, ich hoffe, das trocknet relativ schnell an hier, weil ich bin voll am Glänzen. So, dann nehme ich mir wieder den, hier diesen Cotton Soeva Cranian hier. Man sieht auch gar keine Schrift mehr. Ich habe den gestern nochmal angespitzt bekommen. Aber ich denke mal, lange macht er wirklich nicht mehr. Ihr seht, wie ich am Glowen bin und diese Lidschatten Base ist eigentlich ganz cool. So, jetzt nehme ich mir Anastasia Deep Brow Pomade, das übrigens für mein aktuelles Projekt, was bis heute geht. ist es das letzte Mal, dass ich die verwenden kann. Hab die schon ausgewogen. Also da wird jetzt nicht mehr ganz so viel dabei rumkommen. Ist nicht mehr viel drin, aber ich habe schon mein nächstes Projekt abgedreht. Und da werde ich die auch wieder mit reinnehmen. Weil die sollte doch jetzt mal langsam leer gehen. Oh. Einmal. Aber so glowy gefällt mir mein Gesicht trotzdem tausendmal besser. Als das, was gerade war. Das war unglaublich. Da teile ich die Base so ein bisschen aufs Auge, so ein bisschen nach oben. Base, ich sage nur Base, aber irgendwie ist das für mich auch eine Base. So. So, und dann wollte ich jetzt mit euch zusammen die The Choice is All Yours von Love probieren. Das sind diese Farben hier. Und ja, die schon, also von den dreien, die es davon gibt, ist das, finde ich, die für mich persönlich die nicht so schönste. Aber wir verwenden trotzdem mal ein bisschen was. Also, guckt euch die Farbe mal an, die ist schon schön. Also, das heißt nicht, dass die hier scheiße ist, ne? Nur, dass die anderen, finde ich, zumindest schöner sind. Aber ich wollte mal hier ein bisschen gucken, welche Farben ich gleich nehmen könnte. Sind echt mega Farben dabei, wirklich. Die ist mir jetzt gerade so unspektakulär. Wirklich sehr schöne Farben. So, aber jetzt vielleicht nochmal so ein Lila oder sowas. Gucken wir doch mal hier das Magenta.
Also die anderen, die haben schon mehr Bums, die Farben. Also hier der lila, der dieser Magenta, der ist zum Beispiel lila und je nachdem changiert er so bräunlich. Nicht schlecht eigentlich. Wie ist denn Frieda? Frieda. Ja, Frieda ist auch schön. Den könnte ich mir sogar sehr gut solo einfach vorstellen aufs Lied. Roxanne. Roxanne. Was kann denn Roxanne? Ja, Roxanne ist so ein Ton, den man halt öfter mal in so Paletten hat. Oh, hier ist noch ein Ton, der heißt Jennifer. Den muss ich doch mal ausprobieren. Wartet mal. Ach, das sind alles Frauennamen, sehe ich gerade, die Palette. Ja. So, Jennifer. Mal gucken. Jennifer ist aber schön. Oh ja, Jennifer ist ein ganz toller Ton. Oh. Den werde ich auf jeden Fall verwenden. Angelina oder Lucy auch? Den werde ich als Topper nehmen, so da drüber. Der ist mich auch schön. Das ist Angelina. Malala. Malala? Kennt da jemanden, der Malala heißt? Ich nicht. Ist aber auch nicht so eine schöne Farbe, Malala. Oh, Rebecca. Rebecca ist, also meine Schwester heißt ja Rebecca. Der ist bestimmt auch geil, sehe ich gerade. Boah, was ist das denn? Oh. Guckt euch diesen changierenden Ton mal an hier. Das ist Rebecca. Ja, haben wir noch Laura und Yvonne? Nee, die beiden haben wir nicht. Ich beginne jetzt einfach mal. So, meine Pinsel und meine Anastasia Dip Brow Pomade muss zugemacht werden, sonst haben wir gleich den Salat. So, ich werde erstmal einen Ton zum Transition nehmen, da nehme ich Megan. Zum Transition. Oder ist noch ein heller? Ne, ich glaube, Megan ist schon das hellste. Ah, ich liebe ohne Scheiß, diese Paletten sind riesig, ja. Aber die sind wirklich mega. Die erste davon, die ich mir geholt habe, war ja Dare to Dare und dann kam die andere. Und ja, ich finde die super. So, jetzt nehme ich. Was ist denn der Unterschied zwischen Eleanor und Ellen? Ellen. Ah nee, Steve. Gar keinen. Okay, dann nehme ich Ellen. Ellen. So. Aber der Ellen hier. Mit diesem Kuscheltierchen, mit diesen Murmeltieren, was ich gerade hier wieder blödsinnigerweise nachmache. Ellen. ist mit A und nicht mit E wie hier in der Lidschattenpalette. So, die Farbe seht ihr ja, die ist schon schön. Gefällt mir für die Lidfalte. Könnte ich eigentlich ein bisschen weiter hochziehen, damit man nachher den Ton noch sieht, aber ich lasse das erstmal so. Also ein bisschen bröseln die Lidschatten auch, aber die bröseln im Pfännchen und nicht unterm Auge. Ist doch auch mal hier was, oder? Beim Pfännchen puste ich einfach weg, fertig. So. Dann nehme ich jetzt, denke ich, Rose, nee, Kristen. Kristen, ich kenne nur Kirsten, aber der heißt tatsächlich Kristen. So ein. Ich sag mal, lila, was so ins Braun geht, würde ich jetzt behaupten, das gebe ich jetzt hier unter dem Braun so. Was ich vorher unter Ellen. Ja, sieht man jetzt nicht wirklich mehr das andere. Wenn ihr nicht wisst, was ich mit Ellen meine, ich werde euch das in der Infobox verlinken. Das gibt es bei YouTube, dieses Video. Hoffe ich, dass ich es finde. Ist halt so ein Murmeltier, was so Ellen ruft. Ich weiß nicht, vielleicht muss man dafür auch besoffen sein, um das witzig zu finden. Keine Ahnung, aber ich finde es witzig, auch im nüchternen Zustand. Ich gehe nochmal eben in Ellen rein. Geht das nochmal so darüber. Ellen ist nämlich eine sehr schöne Farbe. So, jetzt nehme ich Jennifer. Wo war Jennifer? Genau, jetzt nehme ich Jennifer. Ich glaube, ich gehe mit. Nee, ich gehe mit einem anderen Pinsel da rein. Jetzt nehme ich.
Ah, jetzt werden die Mülleimer aufgeholt hier. So, dann gehe ich in Jennifer. Jennifer sieht man kaum. Finde ich so. Es hebt sich jetzt nicht wirklich ab von den anderen Farben. Aber wir machen daraus gleich schon einen Look. So, so jetzt irgendwas Dunkles. Haben wir hier was Dunkles außer Linda? Linda. Linda und was ist denn Alicia? Gut, Alicia ist einfach nur so ein braun-grau. Und Linda kennt er Little Britain. Jetzt bin ich schon bei Linda angekommen. Kennt er Little Britain? Little Britain ist total blöde, aber geil. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn man dann halt Freunde hat, die den gleichen Spleen haben wie du, dass man da so auf Partys voll wirklich drüber sich kaputt lachen kann. Also ist schon mega. Das ist Linda übrigens. Linda ist cool. Ja, Linda nehme ich. Mit so einem kleinen Fluffy-Pinsel hier und gehe damit in meine Lidfalte so rein. Linda. Ich möchte die Paletten wirklich nie wieder abgeben. Die sind so vielseitig. Also gut, diese jetzt vielleicht, wie gesagt, die langweiligste von allen dreien. Trotzdem hat die wirklich super Farben und die Qualität muss man ja, darf man nicht drüber meckern. Ne? So, jetzt gehe ich dann nochmal mit dem Blender. Also ein Schwarz ist in dieser Palette zum Beispiel gar nicht drin. Wundert mich. Ich habe halt Linda genommen. So, aber jetzt werde ich mir Angelina, nee, wir waren nochmal Rebecca. Also Rebecca ist ja schon sehr holo jetzt, ne? Aber bestimmt. Geil, warte, ich mache jetzt Angelina nochmal daneben. Ich nehme Rebecca. Weil das da ist Angelina und das da ist Rebecca. So, ich nehme Finger. Finger und Rebecca. Rebecca, meine Schwester, ne? Klatsche ich mir jetzt aufs Auge. Mehr. Vor allen Dingen kommt das auf dem Auge jetzt so dieser rosa Schimmer von diesem Holo raus. Schade eigentlich. Aber wenn man, wenn man mehr macht. Dann kommt da was. Dann mache ich halt eine richtig fette Schicht. Muss ich aber gleich ein bisschen schöner ausblenden. So sieht das aus wie so ein Make-up aus den 90ern. So nicht richtig verblendet und so, wenn man versteht. Ne? Wenn man damals, man hat sich mit dem Applikator geschminkt, fertig. Ja. Komm, Rebecca, mal auch mal weg. So, ich gehe mal eben in Angelina rein. Und dann machen wir das so. Krass, und schon ist es weg. Also das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich habe gerade noch die Qualität der Lidschatten gelobt. Aber ja gut, auf dieser Seite sieht man das auch noch. Aber mittlerweile ist leider das Make-up so ein bisschen, das Augen-Make-up sieht nur noch wie ein Lidschatten fast nur noch aus. Ich muss mal ganz kurz meine Nase, da habe ich mich eben nicht richtig verblendet oder wegen dem Öl setzt sich das gerade so ein bisschen komisch ab. Vor allem der Beauty-Blende macht richtig, weil ich da echt ein bisschen zu viel Öl genommen habe. Ich denke, ich werde jetzt einfach noch in Alicia reingehen, dieser dunkle Ton, den ich eben mit Linda verglichen habe. Und gehe dann einfach so hier hin. Hier. Aber ihr seht es ja. Ja, die Palette ist schon sehr holo irgendwie. Mit diesen, auch mit diesen ganzen pink-lila Verschnitttönen. Ich glaube, ich gehe jetzt in dieses krasse Gold rein.
Meryl. Meryl Streep. Streep? Streep, wie heißt die Schauspielerin? Das ist eigentlich meine Lieblingsschauspielerin. Meryl Streep. Streep? Die ältere Dame. Das ist meine Lieblingsschauspielerin, aber ich kann ja ihren Namen nicht aussprechen, bin ich zu blöd für. So, mit diesem Gold gehe ich dann halt am unteren Wimpernkranz entlang. Reißt mich nicht vom Hocker. Ich werde jetzt mit diesem Lidschattenpinsel werde ich jetzt ansprühen mit dem Gold drauf und dann presse ich mir das vielleicht mal aufs Augenlid, mal gucken, ob das noch irgendwas rausholt. Das ist übrigens nicht das Urban Decay, da habe ich ein anderes drin, wegen dem Pumpspender. Oh! Oh, Entschuldigung. Da geht auf jeden Fall was. Ob ich das jetzt, das Augen-Make-up schön finden soll, weiß ich noch nicht, aber ich probiere einfach die Palette aus. Ne? Ich spiele gerade ein wenig rum mit euch. So, dann gehe ich noch mit dem Pinsel nochmal am unteren Wimpernkranz vorbei. Und im inneren Augenwinkel gebe ich jetzt, warte mal, Gloria? Ja, Gloria gebe ich jetzt im inneren Augenwinkel. Wo habe ich denn den süßen Pinsel her? BH Cosmetics, bestimmt aus irgendeinem Trash-Päckchen. Gloria ist übrigens diese Farbe hier. Auch ansprühen, komm, sprühen wir auch an, damit die Farben so richtig schön rauskommen. So. Oh, nicht. Jetzt bin ich in Simone drin gewesen. Nein, ich will Gloria. So. Bunt wie ein Paradiesvogel. Haben wir nicht noch irgendeine Farbe jetzt, wo wir schon dabei sind? Serena und Angela. Wow, okay. Serena ist auch geil. Jetzt, wo wir auch schon so bunt dran sind, dann können wir ja vielleicht noch ein bisschen Serena machen. Aber wohin? Keine Ahnung. Naja. Ist ein sehr Kauderwelsch im Augen-Make-up, aber egal. So, ich werde jetzt wieder, die Pinsel muss ich gleich waschen, da ist so viel Farbe dran. Jetzt werde ich wieder meinen Art Deco Eyeliner verwenden. Ich könnte ja, wartet mal. Ich habe doch hier noch so einen grünen Eyeliner, wenn schon bunt, dann mache ich es richtig. Das ist Dip Eyeliner Waterproof von Manhattan, den habe ich auch im Trash Packchen gehabt. So, mal gucken. Ich kenne diese Eyeliner von Manhattan nicht, aber ich habe das Gefühl, die nehmen nicht so viel Farbe auf das Pinselchen, dass man komplett durchziehen kann, oder? Naja, so. Mascara Troublemaker von Urban Decay, ne? Weil Projekt und so. Meine Haut sieht asper uralt aus. Und vor allen Dingen, wenn ich so drüber gehe, habe ich ganz viel Make-up an den Fingern. Ich muss das definitiv gleich setten. Ich weiß gerade nicht, wann die Kamera ausgegangen ist. Ich hoffe, naja, ihr habt nur den Pieker ins Auge nicht mitgekriegt. Das Auge ist nämlich jetzt rot. Also eigentlich fand ich die Mascara mal richtig cool. Ich finde die auch immer noch cool. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt nichts mehr richtig aufs Bürstchen. So, und auf den unteren Wimpern muss ich ja eh eine andere nehmen. Dann nehmen wir die Superhero von It Cosmetics. Da habe ich auch so eine kleine hiervon. Hatte ich auch schon mal in einem 7 Produkte... 7 Tage.
Die finde ich übrigens viel besser. Oh, die ist so schön. Die macht auch die unteren Wimpern und so schön. Ja, jetzt nehme ich mir mal Concealer. Weil der flutscht schon richtig hin und her, weil der keinen Halt hat. Und das arbeiten wir jetzt noch mal ein bisschen ein. Abpudern nehme ich jetzt Catrice Multicolor Highlighter. Den habe ich halt, bevor ich die ganzen Hourglass Puder hatte, habe ich das immer gerne verwendet. Ja, und damit pudere ich jetzt mein Gesicht ab, weil ich möchte das nächstes Jahr bis zu meinem Geburtstag auch aufgebraucht haben. Ja, mein neues Projekt halt, ne? Ja, dafür, dass es ein Highlighter ist, ne? Es ist ein super Puder für trockene Häutchen, damit man trotzdem auch so ein bisschen Strahlemann hat. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall nicht mehr so ultra glänzend. Haut gefällt mir trotzdem nicht, aber was soll man jetzt machen? Ich nehme jetzt den Models Co. Contour Stick. Jetzt nehme ich das Max Factor Creme Blush erstmal als erste Schicht. So, dann nehmen wir auch von Models Co. habe ich hier noch diesen so ein kleines Highlighter-Trio hier drin. Und da gehe ich dann jetzt einfach in den hellen Ton rein und gebe mir das so hier hin. Ja, lässt sich gut auftragen und auch sehr gut verblenden im Finger. Sowas mag ich dann ja. Aber ich glaube, ich gehe mit dem roséfarbenen auch noch mal darüber. Also sehr schön, aber das Rosé gefällt mir jetzt nicht. Das Einzige, was mir gefallen würde, wäre das Kleine, aber ich glaube, dafür behalte ich das jetzt nicht. Fände ich ein bisschen too much dann halt, keine Ahnung. Also was heißt too much? Ihr versteht jetzt nicht, was ich sagen will. Das ist einfach, dafür, dass ich nur eins von drei dann benutzen würde, passt das dann einfach nicht, ne? So, ich muss mal eben hier oben ein bisschen drüber machen, weil das sieht ein bisschen fleckig noch aus. Hier gehe ich jetzt auch ein bisschen drüber. So. Noch ein bisschen Rouge. Nehme ich das Gold Rush von Benefit. Ist ungefähr so der Ton wie das Soft Copper der Max Factor Creme Blush. Lippenstift nehme ich wieder den von Estée Lauder, weil Projekt und so. Und ich sehe gerade, ich bin noch ein wenig fleckig. Aber sonst ist die Haut okay jetzt. Also das Augen-Make-up ist mega bunt. Seht ihr wahrscheinlich jetzt wieder nicht. So. Und als Setting Spray nehme ich wieder das Love Perfectitude 3-in-1 Primer and Fix hier. Der Look steht. Ja, Palette ist getestet. Und schaut mal, vielleicht kann man das vernünftig ranzoomen. Also das Augen-Make-up sieht so aus. Schon ziemlich bunt, finde ich, ne? Also. Lippen. Ja, also die Haut sieht trotzdem zugeklatscht aus, muss ich sagen. Aber das hat jetzt gerade so viel mit Primer dies, Creme das und ne? Hat wahrscheinlich die Haut gesagt, weißt du, was hier? Naja. Ja, meine Lieben, das war's mit meinem Style and Talk. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Ciao.